Kannst du auf der Wüste rumtuten? Das könnte sich als äußerst gefährlich erweisen, oder? Das könnte sich als sehr gefährlich erweisen. Wir können ja auch die ganze Zeit battlen. Ja, so das alte Mario Arcade-Spiel, ne? Ja, so Kampf um die Krone halt. Nicht, dass das irgendwie zählen würde. Ach, um Gottes Willen, ey. Also Kronen habe ich hier bisher noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Dafür allerhand anderes Zeugs, wo man meint, man schluckt irgendwelche Drogen. Ja, zum Beispiel Mushroom Man. Mushroom Man. Die Karte heißt wirklich ist das eine mächtige Karte? Nee, die ist kacke. Die ist schon sehr kacke. Die hat keinen Effekt. Die hat, glaube ich, 2 oder 3 Sterne, 800 Punkte vielleicht im Angriff. Also die ist schon kacke. Hast du diese Karte mehr als einmal? Nein, ich besitze sie tatsächlich kein einziges Mal. Oha. Ja, du ich hab zu dem Zeitpunkt angefangen zu sammeln. Da war die Karte schon, glaube ich, zu alt, beziehungsweise ich habe da nie die Booster geholt. Aber den könnte ich mir bestimmt für 2 Cent irgendwo snitchen. Das ist kein Problem. Eigentlich ist der keine 2 Cent wert. Der müsste mir eigentlich geschenkt werden. Aber ich will auch keine 1,50 Versand für einen Mushroom Man bezahlen. Vielleicht hat ja der Kartenhändler meines Vertrauens einen Mushroom Man noch in seinem Ordner. Wird man, ich hätte gern Mushroom Man. Wieso? Ich hätte den einfach gern. Wird man auf Turnieren ausgelacht, wenn man so ein Mushroom Man Deck zückt? Ja, bestimmt. Aber vielleicht verwirrst du deine Gegner auch so sehr, dass du dann gewinnst. Und die Frage ist, wer lacht dann? Weil, was ist peinlicher, mit Mushroom Man zu spielen oder gegen ihn zu verlieren? Ich ahne, was die Antwort ist. Scheiße. Das war... Scheiße. Das war Mushroom Man-mäßig. Das war richtig Mushroom Man-Style, ja. Das ist in Ordnung. Ich mach das. Kein Problem. Du kriegst das hin. Außer es ist SMB 3X. Ja, dieser ominöse Hack. Ich wollte nicht damit anfangen. Du hast jetzt hast du erstes Blut vergossen. Das ist richtig. Ich mach das mal vorsichtshalber so, wie es gedacht ist. Ja, manchmal muss man, um Traumata zu überwinden, sie selber ansprechen, ne? Ey, hast du es gesehen? Alter, was? Er macht mit Ärschen Tore und macht sowas, also Wahnsinn. Der Mann hat Erfahrung in diesem Spiel. Gut, vielleicht hat er auch mehr Glück als Verstand. Das sah nicht danach aus. Aber ich klaue mir mal noch so ein Toadhaus. Freundschaftsdienste. Spult nochmal 2 Minuten zurück und sagt da und spult da genau an den Punkt, wo ich sage, das nächste ist dann mir. Hm? Genau. Haben wir das abgemacht? Ich kann mich nicht dran erinnern. Du hast einfach nicht zugehört, das ist okay. Ja, das passiert. Ey, solange wir durch diese Dimension durchkommen, ist alles okay. Vielleicht erwartet uns ja hier auch am Ende eine Rakete, die uns woanders hinbringt. Ja. Gut, ich meine, im Austausch, wenn alles gut läuft, bekomme ich einen P-Flügel. Das ist okay. Oh, it's terrible. The king has been transformed. Please find the magic wand, so we can change him back. Das war ein astreiner deutscher Akzent. Ja, klar. Also, ich meine, der Hund sah jetzt nicht wirklich aus wie ein Schäferhund, sondern eher wie ein Bernhardiner, aber hey, Details. Wer kann das bei NES-Grafiken schon sagen? Richtig. Da hätte man schon das Famicom gebraucht. Oder den Famicom, nenn's wie ihr wollt. Ja, du sei froh, dass wir nicht die Famicom-Version spielen. Die ist nämlich um einiges schwerer als diese hier. Was ist denn da genau der Unterschied? Also der größte Unterschied beim Spielen ist, wenn du getroffen wirst und du hast einen Anzug oder eine Feuerblume, schrumpfst du direkt sofort. In den Kleinen zurück, gell? Ja, genau. Wie im ursprünglichen ersten. Oder in Mario World halt. Ist da auch so? Ja. Aber bei Mario World hast du ja oben die Box mit dem Ersatz-Item. Ja.
Ja Mensch, da könnte auch eine Rakete mal hinführen. Hier stirb! Oh Mann. Yeah. Speedrunner warten übrigens, bis das Ding da unten ist, weil du dann nicht so lang fällst. Also hab ich jetzt schon wieder 2 Sekunden euch draufgehauen. Auf den ich hab schon wieder 2 Sekunden eures Lebens verschwendet. Es tut mir leid. Nicht? Ey, guck mal, da ist er. Oh, thanks the heavens. I'm back to my old self again. Thank you so much. Here is a letter from the Prinzessin. Ey, guck mal, ich bin Mario. Cool. Dann habe ich das Level ja geschafft. If you see any ghosts, be careful. They will give chase if you turn the way. I have enclosed a jewel that helps protect you. Princess Toadstool. Ja, wer ist ein Prinzess Toadstool? Gendo Beach. Jetzt hören wir die coolste Oberweltmusik im Spiel. Absolut. Und jetzt nicht mehr. Ich bin übrigens aus irgendwelchen Gründen immer noch am Start. Oh, jetzt bin ich wieder Luigi. Oh, das gibt aber nur ein... Ja. Ein Blatt, was dich nur groß macht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wallhack. Alter, da, Alter! Okay, die Hitbox zweifle ich an. Echt? Da call ich einen Judge. So, da mal durch. Nee, ich muss oben lang. Ja, der Stern... Ich denke mir auch immer an der Stelle, der Stern lohnt sich. Das ist einfach so. Ich mache hier gar nichts, ich rush einfach durch und hoffe, dass ich jetzt nicht sterbe an der nächsten Box da vorne. Spring! Alter, 2 Pilze! 2 Mushroom-Mans! Mushroom-Man! Wenn ich den dritten hab, geht's los. Dann hast du das Deck voll. Dann hab ich 3 spielbare Kopien, weil du darfst in Yu-Gi-Oh! Auch nur 3 Karten, des, also 3 selbe Karten im Deck haben. Ja, apropos Karten hier, ne? Ja, flip over the cards, please. Ja. Wir spielen gegen Toad jetzt Yu-Gi-Oh! Quasi, ne? Ja. Hat gewonnen. Ja, super. Ja. Kein Peil. Schade. Na, ja, weiter. Kannst du ja erstmal Leben schnappen. Und dann... Ja, selbst als Kind kommt man überall hier in die Casinos rein, um Glücksspiele zu machen, ne? Als Kind mit Schnauzbart. Schrecklich. Komm, jetzt gib ihm. Ja. Ey, warum für die beiden Pilze links und rechts müsste ich eigentlich die Leben noch kriegen? Richtig, absolut. 4 Stück? Ja. Glatter B-Schiss. Ja. Vielleicht so unten nackt kommt was. Nein, natürlich ist da nichts. Erfahrene Spieler wissen das. Oh scheiße, jetzt habe ich Kacke gebaut, aber egal. Kann ich das weiße Haus nicht mehr... Ah ja, stimmt, hier gab es ja eh nur den Anker. Ihr müsst wissen, der Gobi, der hat früher an der Nintendo-Spieleberatungs-Hotline gearbeitet und hat dann auch mal gesagt, in Level 2.2, guck mal unten im Abgrund nach, da findest du was. Hey, guck mal, 2 Mushroom-Mans. Ja, habe ich in fast jedes Lösungsbuch reingeschrieben, wir müssen nur gucken. Der Gobi ist auch noch bekannter Lösungsbuchautor. Damals für Final Fantasy X. Die Lösungsbücher von Final Fantasy X und X2 habe ich übrigens noch. Das von Final Fantasy X und 12, von 9, von 10 und von 12 habe ich das. Das 12er habe ich auch hier liegen, ja. Das 12er habe ich sogar in einem Hardcover. Alter! Edel, nee, da habe ich nur das Standardcover. Von, wie ist, ich glaube, Piggyback heißt die Firma. Genau. Die haben auch, von denen habe ich auch von Metal Gear Solid 2, 3 und 4 und 5 die Lösungsbücher, weil von denen, die waren eigentlich immer so mit am besten geschrieben. Gut, für Metal Gear kann ich es halt nicht bestätigen, aber die Final Fantasy Dinger waren immer, oh nein, die Nemesis. Ah! Jetzt hätte ich fast meinen Drink ausgespuckt. Also gut, dass ich dich unterhalten kann.
Was war das denn bitte? Ich hatte gerade so ein Trauma-Flashback. Ich hab ihn gesehen und dann hat sowas in mir gezuckt und in dem Moment habe ich nicht mehr gestoppt, sondern ich habe gedacht. Ich habe nichts gedacht. Mein Gehirn hat ausgesetzt in dem Moment. Es war einfach so in diesem Trauma-Modus. Das ist nicht lustig, wenn Leute irgendwo einen Schuss hören, ja, und irgendwie vom Krieg traumatisch gezeichnet wurden. Das ist genau das. Und nur so ist es, weil ich habe ihn gesehen, ich habe ihn realisiert und ich hatte Todesangst. Und was passiert? Ich bin gestorben. Tödlich verunglückt. Du hattest einfach noch das andere Timing bei ihm drauf. Mit dem berühmt-berüchtigen Delay. Genau. Das war gemein, das war eine Frechheit. Egal. Das Schönste ist natürlich immer, wenn sowas on tape passiert. Wovon redest du? Wir haben nie gesagt, dass das hier online kommt. Wir haben nur gesagt, wir sind mit einer Rakete in einer anderen Dimension geflogen. Guck mal, wo wir sind. Ja, aber du kannst die Leute doch nicht in der Rakete hängen lassen. Die haben doch Hoffnung, dass da noch was passiert. Vor allem macht das jetzt auch gar keinen Sinn nach... Wobei, wir sind noch in Folge 1. Oh, so, ich bin ja schon wieder dran. Jo. Ja, Mensch, ich klaue mal das Pilzhaus. Jo, mach mal. Ich werde es ja offensichtlich brauchen, wenn ich an einem Bum-Bum sterbe. Was ich aber ursprünglich sagen wollte. Lösungsbücher. Bum-Bum-Boss-Pattern sind böse. Ja. Hätte ich dazu mal ein Lösungsbuch gehabt. Ja, was steht in solchen Lösungsbüchern drin? Der allgemeine Satz, it's not really that hard once you know what you're doing. Prinzipiell ja. Aber genau, für die das nicht wissen, das war, also so gesehen ist das Spieletipps in Printmedium. Ne? Also wir kommen aus einer Zeit, da gab es halt noch kein Internet. Oder man hatte es noch nicht so. Oder es hat 10 Jahre gedauert, bis es gebootet ist. Mit so einer alten AOL-Disk. Oh yeah. Wenn ihr nicht wisst, was das ist. Mit einem schönen alten Modem von der Firma Elsa. Ja. Und, was ich damals hatte. Das hatte so einen unglaublich schönen Boot-Up-Ton. Jo. Apropos, lustige Geschichte. Ich muss nur gucken. Dritter Mushroom Man! Ja, oh! Er hat das Mushroom-Deck. Da holt er ihn. Nee, was ich jetzt, lustige Geschichte dazu. Ich wollte das letzte... Alter, du hast einen Finger. Ich wollte... Oh, du machst das Level mit der Sonne. Oh Gott. Außer du bebettelst mich. Wenn wir uns battlen, dann ist automatisch immer der Nächste dran. Das hätte ich nicht sagen sollen. Das endet jetzt wieder in so einem Ding, ey. Oh, das Level hasse ich, mach du mal. Fuck. Warum? Ich will das Scheißding töten. Ey, das war ein sauberer Treffer. Aber das geht doch gar nicht, oder? Doch, klar geht das. Also, das geht... Warum habe ich all die Jahre in der Lüge gelebt? Ja, wenn man es natürlich so versaut, dann geht es nicht. Also, du könntest schon längst durch dieses Level durch sein. Ich will die Sonne vernichten. Da. Wow. Und seht ihr, was das für Glitches da verursacht? Ja. Und ihr beschwert euch alle über das neue Pokémon. Ist das auch so bugbehaftet, oder? Na, ja. Es ist halt technisch nicht so flüssig. Also es laggt häufig. Gegenstände in weiter Ferne, vorzüglich Menschen, laufen mit 2 FPS. Also es ist technisch wirklich nicht sauber. Gameplay-technisch muss ich allerdings sagen, macht schon Spaß. Wenn ihr mit Pokémon was anfangen könnt. So klar. Zum Glück kann ich das nicht. Hast du es gesehen? Ich filme es. habt ihr das gesehen? Ich bin mal so ein Arsch und... Das Spiel hat einfach mich mit einem Backthrow da reingepfeffert. In den Chain Chomp. In den Chain Chomper. In den Hundemon.
So, ich geh mir mal das Pilz ausruhen. Guck mal, die Box, die lächelt mich an. Jo. Ja. Ja, Kacke hat die gelacht. Ausgelacht hat die mich. Ja, dann. Sie hätte dich auch auffressen können. Was war das? Ich bin gerade eben da rein. Dann gab's Probleme in der Matrix. Ja, ich glaube, das ist jetzt alles aus der Balance geworfen worden, weil ich die Sonne vernichtet habe. Ich glaube auch. Weißt du, wir können nicht mit der Rakete in irgendein Sternsystem fliegen, die Sonne da kaputt machen. Wir haben echt Scheiße gebaut, Mann. So richtig mal. Ich spiele jetzt das Level, was der Gobi mal im Mario Maker gebaut hat. Das ist auch tatsächlich mein Lieblingslevel in diesem Spiel. Ja, wie gut, dass ich dein Lieblingslevel spiele. Du musst es vollkommen okay machen. Das ist ein tolles Level. Ich mag das. Ah, aber ich wollte ja noch eine lustige Geschichte erzählen. Wir hatten es ja gerade von diesem Hochladeton eines Modems, ne? Ja. Ich habe es letzt mit wichtigen Leuten auf Ämtern telefonieren wollen, so ein Scheiß. Und du hast ja immer 10.000 Nummern und Durchwahlen, die du da anrufen kannst, ne? Und ich gebe die Nummer so ein und auf einmal fliegt mir einfach das Ohr voll weg, weil da dieser Ton gerade kommt. Und ich bin ja so jemand, ich habe ja mein Handy immer auf voller Lautstärke, wenn ich mit jemandem telefoniere, weil ich ja prinzipiell die Leute verstehen möchte, die an der anderen Seite prinzipiell immer nuscheln. Weiß gar nicht, was du sagst. Genau. Es ist mir halt wirklich passiert, ich habe die Faxnummer angerufen. Oh Gott, ey, das. Und hab in dem Moment halt wirklich bei voller Lautstärke diesen Ton, den auch, also Faxgeräte haben den auch. Diesen selben, so ähnlich. Mhm. Und der hat mir ordentlich die Ohrmuschel weggezwitschert. Also das kann ich dir sagen. Ich müsste das Amt eigentlich anzeigen wegen Körperverletzung. Ja. Aber die plädieren dann auf eigene Dummheit, ne? Wer ruft halt auch eine Faxnummer an? Ne? Ja, dann würde ich drauf plädieren, die Nummer ist nicht eindeutig genug ausgewiesen worden. Richtig. Also wer erkennt auch schon den Unterschied, wenn da Tel steht und dann Fax? Eben. Richtig, das weiß halt keiner. Ach, Kacke. Oh, wir gehen einfach durch jetzt. Was soll's? Wobei, da oben ist cooler Kram. Wie wir uns hier auskennen in dieser Dimension. Es ist der helle Wahnsinn, ey. Dabei ist es eigentlich ein Blind-Let's Play. Ja, das gibt's auch nicht schon auf irgendeinem unserer Channel. Also es gibt ja diesen Hack in zweifacher Ausführung auf meinem Channel, weil ich dachte, ich hätte ihn noch nicht aufgenommen. Ich hatte ihn dann aber schon aufgenommen. Und das Doofe ist, glaube ich, in der zweiten Fassung, in der Replay-Fassung, ist es tatsächlich so, dass da ein ominöser Boss plötzlich sein Pattern verändert und sein Timing. Ich glaube, das ist mir in der Originalversion im ersten Playthrough nicht passiert. Aber das sind beide Sachen, die sind schon 20 Jahre her, das weiß ich nicht. Das macht's ja beim Hörensagen ja noch bitterer, als es schon ist. Nicht so bitter ist, dass ich mir noch einen Mushroom Man hole. Soll ich den Hammer nutzen, um uns noch eine Flöte zu holen? Ich glaube, den Hammer kannst du besser, denn ich habe so meine Spinnsensoren sagen, in der nächsten Welt könnte der nützlicher sein. Aber das sind nur meine Spinnensensoren. Ich glaube auch in Welt 4, in der Riesenwelt, das übrigens meine Lieblingswelt in dem Game ist, kriegen wir dadurch auch einen Tanuki-Anzug, meine ich. Ja. Naja. Jetzt hören wir erstmal die fetten Beats vom NES. Ha 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 ha
das online kommt. Wir sind natürlich bereits, in welche Rakete wir gestiegen sind. Dann sitzen wir wahrscheinlich schon in der nächsten.